Dieser Film erklärt, wie der Mensch geschaffen wird und welche Stadien er durchlaufen muss, um geboren zu werden. In diesem Film geht es um sie. Lassen Sie uns eine Zeitreise in die Vergangenheit unternehmen. Schauen wir uns eine außergewöhnliche Geschichte an. Eine Geschichte voller Wunder. Sehen wir, was der Mensch einmal war. Eine einzelne Zelle im Mutterleib. Ein Ding, hilflos und schutzbedürftig, kleiner als ein Salzkörnchen. Auch sie bestanden einmal aus dieser einzigen Zelle, wie jeder auf der Welt. Dann teilte sich diese Zelle und es gab zwei Zellen. Die teilten sich wieder, nun gab es vier Zellen. Dann acht, dann 16 Zellen. Die Zellen teilten sich weiter, ein Stück Gewebe entstand. Dann nahm es Gestalt an. Es entwickelte Arme, Beine, Augen. Es wurde 100 Milliarden Mal größer als die ursprüngliche Zelle und 6 Milliarden Mal schwerer. Allah vollbrachte Wunder über Wunder und erschuf den Menschen, der einstmals nichts war als ein Wassertropfen. Allah offenbart die Erschaffung des Menschen mit folgenden Worten im Koran. Glaubt der Mensch etwa, unbeachtet gelassen zu werden? War er denn nicht ein Tropfen ausfließenden Samens? Dann war er als Embryo ein sich anklammerndes, und so schuf er ihn und formte ihn und machte aus ihm Mann und Frau als Paar. Hat er denn nicht die Macht, die Toten lebendig zu machen? Beschäftigt mit unserem alltäglichen Leben, sind wir uns die meiste Zeit nicht bewusst, dass eines der größten Wunder sich direkt vor unseren Augen abspielt. Das Wunder der Entstehung des Menschen. Das Wunder dieser Schöpfung beginnt im Körper einer Frau, in einem ihrer Eierstöcke, mit dem Heranwachsen einer Eizelle. Dieses heranwachsende Ei hat eine weite Reise vor sich. Es wird als erstes in den Eileiter gelangen, dann den langen Weg in ihm entlang wandern und endlich die Gebärmutter erreichen. Kurz bevor das heranwachsende Ei aus dem Eierstock entlassen wird, macht sich der Eileiter bereit, es aufzunehmen. Mit vorsichtigen Bewegungen lokalisiert der Eileiter die Eizelle. Der Eileiter findet die heranwachsende Eizelle
und zieht sie in sich hinein. So beginnt die Reise der Eizelle. Das Ei muss den ganzen Weg durch den Eileiter zurücklegen. Es besitzt jedoch keine Organellen, die ihm dazu dienen könnten, keine Flossen oder Füße zum Beispiel. Aus diesem Grund ist ein spezielles System für die Reise des Eis geschaffen worden. Millionen Zellen an der Innenwand des Eileiters sorgen dafür, dass das Ei die Gebärmutter erreicht. Diese Zellen besitzen an ihrer Oberfläche Flimmerhärchen, mit denen sie die Eizelle weiterreichen. Halten wir einen Moment inne. Diese winzigen Haare sind Teil eines hochintelligenten Plans. Sie sind genau dort angebracht, wo sie benötigt werden, und genau in der Form, wie sie benötigt werden. In ihrem Zusammenwirken führen sie wellenförmige Bewegungen aus, alle in dieselbe Richtung. Würde ein Teil dieser Zellen ihre Funktion nicht ausführen oder in verschiedene Richtungen arbeiten, könnte das Ei sein Ziel nicht erreichen und die Geburt könnte nicht stattfinden. Allahs Schöpfung ist jedoch vollkommen und jede Zelle erledigt die ihr zugewiesene Funktion tadellos. Auf diese Weise gelangt die Eizelle genau zu dem Ort, der besonders für sie vorbereitet ist, in die Gebärmutter. Doch die Eizelle, die so sicher geleitet wurde, hat nur eine Lebenserwartung von 24 Stunden. Wird sie innerhalb dieser Zeit nicht befruchtet, stirbt sie ab. Um befruchtet werden zu können, ist eine lebenswichtige Substanz notwendig. Das Spermium eines männlichen Körpers. Das Spermium ist eine Zelle, die die Aufgabe hat, den genetischen Code des Mannes auf die Eizelle im Körper der Frau zu übertragen. Bei näherer Untersuchung sieht ein Spermium aus wie eine Maschine, die speziell für den Transport dieser Fracht geschaffen ist. Der Spermienkopf ist mit einer Art Panzerung versehen. Darunter liegt eine weitere, sehr harte Schicht, und erst darunter liegt die Fracht, die das Spermium zu transportieren hat. Diese Fracht besteht aus 23 männlichen Chromosomen. Alle Informationen über den menschlichen Körper, bis hinunter zum kleinsten Detail, sind in den Chromosomen abgelegt. Damit ein neuer Mensch entstehen kann, müssen die 23 Chromosomen des Spermiums mit den 23 Chromosomen in der Eizelle der künftigen Mutter zusammengebracht werden. So entsteht der erste vollständige Chromosomensatz, bestehend aus 46 Chromosomen, die den Ausgangspunkt der Entwicklung des Menschen bilden. Das Panzerungssystem des Spermienkopfes schützt die wertvolle Chromosomenfracht vor jeder möglichen Gefahr auf ihrer Reise. Doch das Design des Spermiums beschränkt sich nicht nur darauf. In seiner Mitte befindet sich ein leistungsstarkes Antriebsaggregat. Dieser Motor ist mit dem Schwanz des Spermiums verbunden. Die Kraft dieses Motors bewegt den Schwanz wie einen Propeller und ermöglicht dem Spermium eine schnelle Fortbewegung. Der Motor des Spermiums braucht Treibstoff, um zu funktionieren. Auch daran ist gedacht worden und ein hochenergetischer Treibstoff, Fruchtzucker, befindet sich in der Flüssigkeit, die das Spermium umgibt.